mit Jesus Urlauber. Ey Mann, ey, hallo Mann, alles klar bei dir? Wie geht's dir, Mann? Ah, Urlaub, cool, Mann. Kinderferien? Ja, geil, coole Sache, Mann. Fährst du weg, mehr oder so? Nee, kein Geld? Oh, das ist aber schade, ne? Ja. Das ist aber schade auch, ne? Ja, schade. Muss man die ganzen 6 Wochen mit dem Putin da in der warmen Bude rumsitzen. Da freut man sich schon direkt wieder, wenn die Schule anfängt. Ne? Ja, man macht es so jetzt die ganze Zeit. Oh ne, nur weil ich auch nicht. Ne? Ich habe ja immer Urlaub, ne? Ich kann ja gut reden. Aber ich fahre halt immer dahin, wo ich hinfahren kann, ohne Geld zu brauchen, was ich nicht habe. Also zum Beispiel dieses Wochenende in Forbach im Schwarzwald. Ein nettes Camp. 8513. Wo man einfach hin kann und einfach Zelte und dann mit tollen Leuten tolle Sachen erleben. Lagerfeuer, Musik und Tanz, Kräuterwanderungen. Um die Kinder kümmern können, aber auch mal was Zeit für sich zu haben, weil sich jemand anders gerade um die eigenen Belagen kümmert. Coole Sache, Mann, coole Sache, kostet keinen Cent. Muss man nur irgendwie hinkommen, aber um da hinzukommen, ist auch kein Thema, musst du nur Facebook nutzen, gibst du mal 8513 ein oder googelst mal oder meldest dich mal bei mir, kann ich da zeigen, wo das ist und so. Ja, und wenn du, ne, wenn du nicht nach Forbach fahren kannst, ja, dann machst du halt einfach einen Park oder in einem Wald oder an einem See, bei dir in der Nähe selber ein. Sagst du, ich setz mich da hin, ich hab ne, keine Lust, meine Ferien in meiner Wohnzelle zu verbringen, in Wohnhaft. Bloß weil ich mir nicht leisten kann, auf die Bahamas zu fahren, so, ne? Ja, ne, und dann kommst du da einfach, da hin und setzt halt im Facebook 8V13 Realtreffen, sagst du, wo du bist und wo man dich finden kann. Und dann bist du nicht mehr lang allein da. Ne? Oder bleibst einfach so lang, wie du willst. Oder bist du jemand verscheucht, gehst du 10 Meter weiter. Kein Problem. Alt easy, ja, alt easy. Und sonst so, ne? Frau, das, nee, immer noch alles fremdgehen. Ja. Doofe Schlampe, ne? Ja, nimm die mit. Kriegst ja auch was zu tun. Ne? Ja, mach mal. Also, entweder nach Forbach fahren oder selber so ein Camp in die Welt setzen. In Deutschland mit Urlaubszielen überfluten, damit die Deutschen auch noch mal in Urlaub fahren können, wenn sie kein Geld haben. Was in der letzten Zeit offensichtlich sehr, sehr häufig passiert. Man muss das mal deutlich ausdrücken. Die Deutschen haben kein Geld mehr. Ja. Jedenfalls nicht, um in Urlaub zu fahren, dumme Säue. Haben sie wohl massiv was falsch gemacht, die Deutschen. Was? Selber schuld, ey. Wenn man die ganze Zeit so lebt, wie man soll, dann muss man sich wundern, dass man hinterher nicht mehr übrig hat und nichts hat vom Leben. Aber ist egal, können wir ja genau hier jetzt ändern. 8513 Urlaubscamps machen, nichts mehr mit Demo zu tun hier oder sonst was. Das ist nicht politisch, das ist einfach nur eine kleine Möglichkeit, zusammen zu trainieren, wie man was aus seinem Leben machen kann. Indem man die Möglichkeiten nutzt, die sich bieten. Und einfach mal noch scheißt, was andere uns einem für Möglichkeiten wegnehmen wollen. Hallo, hallo, ja. Fährt auch nach Forbach hier. Alles unterwegs. Im Urlaub. Das sind ja Ferien, ne? Das sind mal die 6 Wochen im Jahr, wo eigentlich mal Eier schaukeln und Titten baumeln lassen sollte. Ja. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja. So. Ich wünsche euch viele Grüße, liebe Leute hier. Schönen Urlaub! Schönen Urlaub noch! Ne? Viel Spaß! Das ist ein geiles Leben, wenn man das draus macht. Ja. Hier, ich zeige euch schon mal die Sonne. Ihr könnt das sehen.
Boah, die alte Sau, ey, die brennt auch wie bescheuert in der letzten Zeit. Ne? Da muss, also, da ist schon krank, wenn man nicht an den See kann, ey. Wenn man zu doof ist hinzugehen, weil man meint, man darf nur dahin, wo man Geld zahlt. Ne? Ey, das ist unser Land. Das gehört uns, das gehört dem Volk. Sollten wir es mal wieder nutzen. Ne? Machen wir das einfach mal. Tschüss. Schönen Urlaub noch.